1978 allerdings kehrte man dann wieder zum alten Design zurück. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Reus. Die Chance hier. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Nochmal dieses Tor in der Wiederholung. Erst der Steilpass. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Schöne Flanke auf den langen Pfosten. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Marco Reus. Reus schießt! Reus trifft! Schauen Sie sich das an. Druck von Boden und der perfekte Kopf, der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Guerrero. Guter Ball vom BVB. Gute Chance. Zentimeter verhindert das Tor. Ball ist zwar drin, aber abseits. Und Sie können es nicht fassen. War das wirklich abseits? Na, das müssen wir uns in Zeitlupe noch mal anschauen, Wolf. Brandt. Und wieder rüber zu Brandt. Und Tor! Der BVB hier mit dem nächsten Treffer. War es das jetzt, Fuschi, oder kommt der Gegner noch mal? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Dafür spielt die Borussia einfach zu gut, zu kontrolliert. Und vor allem bekommt ihr jetzt Räume. Ihr bekommt Chancen zu kontern. Und das war's für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.